Hallo Freunde der Scammeterei, ich bin's mal wieder, der Callcenter-Crasher. Heute habe ich 4 Betrüger in 5 Anrufen für euch. Ob diese Gestalten mich etwas herausforderten oder ob sie dann doch sang- und klanglos scheiterten, seht ihr wie immer nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Ja? Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Weisberg? Ja, wer sind Sie? Super, freut mich, Sie zu erreichen. Hallo, von der hören Sie hören mal. Hören Sie mich? Ja, Sie rufen anonym an. Unsere Telefonanlage in der Firma schmeißt anonyme Anrufe nach kurzer Zeit raus. Rufen Sie mich bitte mit einer Nummer an. Hallo? Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Westberg? Ja, das ist richtig. Super, freut mich, Sie zu erreichen. Am Apparat ist Andrea Barke. Wir haben per E-Mail kommuniziert. So, wie ich verstanden habe, möchten Sie etwas besprechen oder haben Sie einige Fragen an mich? Ja, Sie sollen erstmal erklären, wie man bei Ihrer Firma dann Geld verdienen kann. So sehen Sie, bei uns funktioniert alles sehr leicht. Wir kaufen etwas billiger und danach verkaufen teuer. Und diese Preis und diese Differenz von Preis, das ist Ihr Profit. So, und wir arbeiten mit verschiedenen Vermögenswerken, sondern mit Kryptowährung, mit Rohstoffen, mit Aktien und mit Währungspaaren. So, sagen Sie mir bitte, an welche Sachen haben Sie Interesse? Aktien. Möchten Sie mit Aktien arbeiten? Okay, super, kein Problem. So, sehen Sie, bei uns gibt es 2 Möglichkeiten. Das ist Arbeit mit einem Fachmann und mit einem Handelsroboter. So, Fachmann, das ist ein Handelsberater, so gleich wie Bankberater. Das ist schon normales manueller Handel. Zum Beispiel, Sie machen einen Termin mit Ihrem Fachmann oder sie erklärt Ihnen, wie alles läuft, wie alles funktioniert. So, wann kann man kaufen, wann kann man verkaufen und so weiter. So, bei dem Handelsroboter funktioniert alles automatisch. So, Sie brauchen nichts Besonderes von Ihrer Seite machen. Und das ist ein spezielles Programm, das aus künstlicher Intelligenz und einem Algorithmus basiert und automatische Profite generiert. So, es kann auf jedem Handy, Computer oder Laptop laufen. So, was sagen Sie dazu? Mit wem möchten Sie arbeiten? Ja, ich möchte, wer kann dann am meisten Gewinne generieren? So, meistens unsere Kunden kombinieren diese 2 Optionen. So zum Beispiel, wenn Sie haben Zeit, Sie können Ihre Handelsstrategie mit Ihrem Fachmann besprechen. Wenn Sie haben weniger Zeit, Sie können mit einem Handelsroboter arbeiten und das war's. So, Sie mit diesen 2 Optionen können Sie mehr Geld verdienen. So und gut. Und vielleicht wissen Sie schon, wie viel möchten Sie bei uns verdienen? Möglichst viel. Vielleicht so viel wie möglich, ja? Ja, das sagte ich. Super. So, viele unserer Kunden sagen so, aber sehen Sie, nach 3-4 Monaten verdienen unsere Kunden ca. 2.000 oder 3.000 Netto-Profit pro Monat. So reicht Ihnen diese solche Profit, oder? Ja, es kommt ja immer auf den Einsatz an. Nochmal bitte? Das kommt ja auf den Einsatz an. Ja, genau. Das ist richtig, ja. Ja, wie viel muss ich denn einsetzen, um 3.000 bis 4.000 Euro zu verdienen? So, mit Minimalbetrag. So viele unserer Kunden zum Beispiel anfangen mit zum Beispiel 500 Euro oder 1.000 Euro, aber wir haben ein technisches Minimum, das ist 250 Euro. So, wenn Sie anfangen mit diesem Betrag, erhalten Sie auch einen Bonus von unserer Seite, das ist 100 Euro und auf Ihr Handelskonto wird 350 Euro. So, Sie aktivieren Handelskonto und nach dem Aktivieren, Sie können mit dem Handeln zu beginnen. Ja, und sie, jetzt hat sie aufgelegt. Und sie ist zu doof zum Telefonieren. Ja, ich lasse mal weiterlaufen. Ah, sie ruft nochmal an. Weiter geht's. Hallo?
Hallo. Ja, hallo nochmal. Warum haben Sie denn Vielleicht schlechtes aufgelegt? Verbindung. Nein, ich habe nicht das gemacht. Sie haben vielleicht das gemacht, oder Nein, ich habe das nicht gemacht. es kann sein, vielleicht schlechte Verbindung. Ich Von weiß wo rufen Sie denn an? nicht. So, ich rufe aus Deutschland, aber wir benutzen ein IP-Telefonie, weil wir arbeiten mit verschiedenen Ländern, sondern mit Deutschland, mit Österreich, mit Schweiz und so weiter. Sie rufen aus Weil wir Deutschland benutzen. an. Wo denn in Deutschland? Aus Berlin. Aus Berlin. Okay, Ja, okay. genau. Ja. Sie sagten, es wäre ein Programm. Welches Programm wäre das denn zum Installieren? Meinen Sie Handelsroboter? Ja, genau. So, wie gesagt, wenn Sie möchten, mit Handelsroboter zu arbeiten, erhalten Sie auch einen Fachmann. Dieser Fachmann macht für Sie alle notwendigen Einstellungen in das Ja, Programm. meine Frage war, wie heißt dieses Handelsprogramm? So, Moment. Ja? Hallo? Ja, ich bin da, Moment. Warum? Wissen Sie nicht auswendig, wie Ihr Handelsprogramm heißt? Nochmal bitte. Wissen Sie nicht auswendig, wie Ihr Handelsprogramm heißt? Ja, ich weiß, aber Ja, wir wie halten heißt es denn? diese Namen nach der Aktivierung. So, ich kann jetzt Ihnen sagen, Sie können in zum Beispiel Play Market gehen, selbst das herunterladen und Was ist daran später selbst lustig? landen. Warum lachen Sie? Was ist daran lustig? Was sagen Sie? Warum haben Sie Ich bin. gelacht? Nein. Doch, ich hab's doch Ich gehört. bin sehr seriös. Sie sind sehr seriös. Gut. Sie sagten, Sie sind in Berlin. Haben Sie mal die Adresse von Berlin, von Ihrer Filiale in Berlin für mich? Ja, genau. Ich kann Ihnen alle notwendigen Nö, Unterlagen das per können Sie mir E-Mail einfach schicken. sagen. Das können Sie mir einfach Einfach sagen. sagen. Und Sie möchten vielleicht mit mir persönlich sprechen, oder? Ich rede gerade doch Oder mit Ihnen. warum fragen Sie? Ich möchte gerne wissen, wo Ihre Filiale in Berlin ist, von der aus Sie anrufen. Friedrichstraße. Friedrichstraße in Berlin. In welchem Kiez von Berlin? Welche Hausnummer? Welche Hausnummer? Wirklich? Ja, nun, Sie gehen da doch jeden Morgen zur Arbeit hin. Da müssen Sie doch wissen, welche Hausnummer das ist. Ja, genau. Ja. Moment. Ach, müssen Sie das auch nicht auswendig? 95. Ah ja, Friedrichstraße 95. Und welche Ja, Postleitzahl? genau. Ihr Telefon ist wieder kaputt. Ich höre nichts mehr. Und sie ist wieder schon am Ende. Es ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto, das Sie auf nicht lizenzierte Plattform haben. Wissen Sie schon darüber? Nein, nein, gar nicht. Also, Sie haben ein Handelskonto für Kryptowährungen, richtig? Sonst hätte ich die Daten nicht. Okay. Haben Sie noch nicht versucht, zum Beispiel von dieses Konto irgendeinen Betrag auszuzahlen? Moment, ich hab's vorhin. Ich hoffe, Sie wollen mit mir reden. Mit wem möchten Sie genau sprechen? Weil Sie sind hier im Büro gelandet. Vielleicht wollen Sie mit meinem Kollegen reden. Mit wem wollten Sie reden? Ralf Hallo? Hodenkrauler. Ja, ach, Ralf Ralf, okay. Hodenkrauler. Ja, das ist mein Kollege. Das habe ich vorhin nicht gehört. Ich rufe ihn mal. Ja, kleinen Moment bitte. Ja? Okay, danke schön. Ralf, Herr Hohenkrauler? Kommen Sie mal bitte. Ja, was denn los? Telefon, das ist doch für Sie. Ich dachte, es wäre für mich, aber es ist eine Dame. Irgendwas mit Handelskonto. Können Sie mal übernehmen, bitte? Ja, okay, gib mal das Telefon. Ja, bitteschön. Hallo? Guten Tag, spreche ich mit Herrn Ralf Hodenkrauler, Ja, richtig? das ist richtig. Guten Tag, Nina Gunderson ist mein Name. Ja. Ich rufe Sie
von FINRA an. Und der Grund meines Anrufes ist Ihr aktives, aber leider falsches Handelskonto, das Sie auf nicht lizenzierte Plattform haben. Ja? Wissen Sie schon darüber? Nein, weiß ich nicht. Erklären Sie mal. Also Sie haben für Kryptowährungen ein Handelskonto aktiviert. Das ja, ist und? Richtig. Sonst hätte ich Ihre Daten nicht. Und Plattform, wo Sie dieses Geld eingezahlt haben und wo Sie dieses Konto aktiviert haben, ist nicht lizenziert. Also das ist ganz einfach zu sagen, eine betrügerische Firma. Welche war das? Die Namen brauche ich nicht zu kennen. Einfach, ich kriege die Daten den Kunden, die leider solche falsche Konten haben, die leider falsche Transaktionen gemacht haben und deswegen sind auch in schwarze Liste. Ja, welche falsche Transaktion habe ich denn gemacht? Am Anfang haben Sie 250 oder 300 Euro eingezahlt, womit Sie Konto aktiviert haben. Ja, und wo? Ja, diesen Plattformnamen brauche ich nicht zu kennen, weil leider letzte Zeit, es gibt mehrere solche betrügerische Firmen auf dem Markt und genau deshalb arbeitet Blockchain jetzt mit FINRA, also mit uns zusammen und gibt uns die Daten den Kunden, die solche falsche Transaktionen gemacht haben. Wissen Sie, was ist Blockchain? Ja, aber können Sie mir mal erklären, was ist denn die Blockchain? Das ist ganz einfach zu erklären. Bank für Kryptowährungen. Und wenn man macht irgendeine Transaktion mit Kryptowährungen, es muss immer auf jeden Fall alle Transaktionen durch Blockchain gehen. Und Blockchain überprüft immer alle Transaktionen, weil die Menschen benutzen die Kryptowährungen nicht nur für Onlinehandel, sondern auch zum Beispiel für Geldwäsche und oder noch für weitere schlechte Sinne, Finanzierung, Kriminal und so weiter und so fort. Genau deshalb Blockchain überprüft immer alle Transaktionen, aber wenn Blockchain sieht, irgendeine verdächtige Transaktionen, natürlich blockiert es sofort. Haben Sie verstanden? Ja, gut. Okay. Früher Blockchain hat solche Transaktionen natürlich blockiert, aber hat es auch direkt an Finanz- oder Kriminalpolizei weitergeleitet. Aber weil letzte Zeit auf dem Markt existieren schon mehrere solche betrügerische Firmen und es gibt leider tausende betrogene Kunden, genau deshalb arbeitet jetzt Blockchain mit FINRA, also mit uns zusammen und gibt uns die Daten solcher Kunden. Was ist denn die FINRA? Und meine Arbeit ist FINRA, genau. Ja, was ist das denn? Das ist eine ganz große finanzielle Organisation, aber in diesem Moment unsere Abteilung arbeitet mit Blockchain zusammen, weil das ist auch staatliches Interesse, damit die Menschen sein Geld wieder zurückkriegen können. Ja, aber können. Was ist die FINRA, haben Sie nicht genau erklärt? Das möchte ich gern wissen. Das können Sie googeln auch, ja? Das ist eine ganz große finanzielle Organisation. Ich habe Sie doch am Telefon, Sie arbeiten doch dort. Ja, ich habe auch ganz einfach erklärt. Das ist eine ganz große finanzielle Organisation. Eine Finanzorganisation ist die FINRA. Genau, das habe ich gesagt. Genau. Ja, okay. So, und was wollen Sie jetzt von mir? Aber ich möchte überhaupt gar nichts von Ihnen. Das möchten Sie, ja, warum haben meine Sie dann Hilfe angerufen? Brauchen, weil ich ja Ihre Daten bekommen habe, weil Sie in schwarze Liste sind, weil von Sie wem ein haben Sie denn meine aktives, Daten falsches bekommen? Konto haben. Von wem haben Sie denn meine Daten wo Sie bekommen? Selber, wo Sie selber eingetragen haben. Ich von wem? Habe Ihre Daten. Ich habe von Blockchain. Wem warum von der hören Blockchain? Sie mich nicht? Ich erkläre. Hey, warum schreien Sie denn so? Genau. Warum schreien Sie? Ich habe einfach ich nett und nicht, ich erkläre. Doch, Sie schreien. Ich habe nett und höflich gefragt, von wem Sie meine. Nein. Lass Sie mich doch bitte mal ausreden. Also, die FINRA. Ich habe nett und freundlich gefragt, was die FINRA ist. Das konnten Sie mir so nicht erklären. Gut. Und wo haben Sie jetzt meine Daten? Woher haben Sie meine Daten bekommen? Von Blockchain. Von der Blockchain. Mhm. Genau, und weil Blockchain möchte wissen,
sind Sie betrogen oder machen Sie irgendeine Geldwäsche? Und das ist meine Arbeit, mit Ihnen das zu klären. Ja, und wie wollen Sie das jetzt klären? Mitzuteilen. Ja, ich weiß, dass Sie betrogen sind, eigentlich. Ah, okay. Woher wissen Sie das? Ja, weil alle Kunden, die bei mir sind, sind betrogen. Und ich höre täglich von verschiedenen Kunden fast die gleiche Geschichte, wie die betrogen sind. Und ja, ich denke, dass Sie keine Geldwäsche machen, sondern sind Sie betrogen. Kann sein, dass ich mich irre natürlich, aber ich denke trotzdem, dass Sie auch wie alle anderen Kunden auch betrogen sind. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Die Blockchain, die arbeitet doch nur mit Kryptokonten. Richtig? Genau, das habe ich gesagt. Blockchain, dann nennen Sie mir mal das Kryptokonto. Ja, dann nennen Sie mir mal das Kryptokonto, mit der ich betrogen wurde. Also die Krypto, die Nummer von dem Kryptokonto. Die Nummer ist zu lange und kann ich nicht so auswendig sagen. Nö, dann können Sie es ja ablesen. Ist haben ja kein Problem. Haben Sie irgendwann gesehen, Kryptokonto, wie sieht aus? Natürlich, ich weiß, wie ein Kryptokonto aussieht. Oder wissen Sie, wie heißt normalerweise rechtlich Kryptokonto? Ja, das ist eine Wallet. Wallet. Und wie sieht Wallet aus? Es gibt mehrere Buchstaben und Zahlen. Wie kann richtig, ich jetzt und die können Sie einfach mal vorlesen. Wallet, diese Wallet, schauen Sie, ich erkläre, wenn Sie mich hören, okay? Ja, ich höre Sie. Wo haben Sie Problem? Wo haben Sie Problem? Wenn Sie das Geld eingezahlt haben für Kryptowährungen, Ihre sogenannte Broker hat dieses Geld sofort in Kryptowährungen umgetauscht. Und auf irgendeine Wallet-Adresse dieses Geld geschickt. Und genau diese Wallet-Adresse war für Blockchain nicht bekannt oder nicht rechtlich und hat Ihre Transaktion blockiert. Also haben Sie haben eine Wallet gefunden, die auf meinem Namen ist? Ich nicht. Die Blockchain. Ich nicht. Blockchain hat die Blockchain hat genau eine Wallet gefunden mit meinem Namen dran. Ist das richtig? Also die Wallet hat, schauen Sie, die Wallet hat keinen Namen, aber wenn Blockchain überprüft Transaktion, woher kommt das Geld? Natürlich sieht, woher kam das Geld. Und wo Sie das Geld eingezahlt haben, Sie haben da irgendeine kleine Verifizierung oder Identifizierung gemacht, wo Sie Ihre Daten eingetragen haben. Genau deshalb Blockchain weiß sehr gut, woher kam das Geld und wem gehört dieses Geld. Das weiß die Blockchain. Das weiß die Blockchain, woher das Geld kam. Ja, dann kann die Blockchain mir doch sagen, mit welchem Konto ich gehandelt habe. Das weiß alles Blockchain, aber Blockchain hat keine Kommunikation mit dem Kunden. Die Blockchain hat Ihnen doch meine Daten gegeben. Da muss die Blockchain, dann fragen Sie also doch bitte in diesem mal, Moment, mich doch bitte mal ausreden. Sie unterbrechen mich permanent. Also, die Blockchain hat Ihnen meine Daten gegeben. Da muss die Blockchain doch auch wissen, wie meine Wallet-Nummer wissen. Ja, bitte. Hallo. Guten Tag, Herr Rottemann. Bitte was? Spreche ich mit Herrn Rottemann? Ja, es ist sehr laut bei Ihnen. Ich verstehe Sie schlecht. Mit wem sprechen Sie, bitte? Mit wem wollten Sie denn sprechen? Mit Herrn Harald Rottemann. Ja, gut. Also Emma Braun ist mein Name. Wie geht es Ihnen erstmal? Gut. Und weswegen rufen Sie an? Freut mich sehr. Also ich melde mich von Kryptos Market Firma, ja? Wegen einer Anmeldung, die Sie beim Onlinehandel gemacht haben. Ja, und? Jetzt wollte ich Ihnen also weiter beim Kontoaktivierung helfen. Haben Sie schon eine Erfahrung, Herr Rottemund? In was jetzt? Also, ich meine im Onlinehandel, Online-Investitionen. Was? Das ist ja jetzt zwei verschiedene Sachen. Onlinehandel habe ich Erfahrung, Investitionen habe ich nicht.
Okay, also es geht um Online-Investitionen und ich melde mich von Kryptos Market Firma. Okay? Ja, das sagt sie bereits. Da haben Sie die Anmeldung gemacht. Und jetzt, ich rufe Ihnen an, weiter beim Kontoaktivierung zu helfen. Das bedeutet, dass Sie werden Ihr Handelskonto aktiv stellen. Und danach können Sie mit Investitionen anfangen, okay? Ja, wann hatte ich mich da angemeldet? Da haben Sie sicher so am 5. Januar das gemacht. Am 5. Januar? Genau. Glaube ich zwar nicht, aber okay, dann erzählen Sie mal ein bisschen was. Ja, und wie gesagt, die Anmeldung haben Sie bei Kryptos Market Firma. Und jetzt brauchen Sie dieses Konto aktiv zu stellen, damit Sie mit Handel anfangen können. Das sagt Sie bereits, ja. Sie werden natürlich einen Finanzexperte zur Verfügung haben. Er wird Ihnen also nochmal alles detailliert erklären, wie es beim Handel funktioniert, damit Sie zuerst alles gut verstehen können. Und danach machen Sie weiter mit dem Arbeit, ja? Er wird für Ihnen arbeiten, er ist immer in Ihrer Verfügung. Sie werden zusammenarbeiten, um die beste Profite zu erreichen, okay? Ja. Und natürlich, Herr Rottemund, Sie können uns in 3-4 Wochen also testen, wie wir arbeiten, wie es bei uns funktioniert und so. Und danach können Sie eine Entscheidung treffen, ob Sie weitermachen möchten oder nicht. Ja, aber erstmal weiß ich doch gar nicht, wie das funktioniert. Dann sollten Sie doch erstmal was erklären, wie das funktioniert. Ja, also nach dem Kontaktivieren, wie gesagt, der Finanzexpert wird Ihnen die Märkte erklären, ja? Weil die Online-Handel existieren 5 Märkte. Also die Kryptowährungen, die Rohstoffe, Forex, Aktien und Indizien, okay? Ja. Und bei diesen Märkten natürlich werden Sie Investitionen machen. Wo genau, also wird Ihnen der Finanzexpert sagen, er wird Ihnen empfohlen, was am besten ist. Also wann werden Sie etwas kaufen oder wann werden Sie etwas verkaufen? Der bestimmt, wo ich investiere. Habe ich das richtig verstanden? Wie bitte? Der Finanzexperte bestimmt, wo ich investiere? Also, er wird Ihnen Empfehlungen geben, an was Sie investieren. Genau. Was sind denn Empfehlungen? Er wird Ihnen empfehlen, Herr Rottemund. Ach so, Empfehlungen. Genau. Er wird Ihnen also empfehlen, was Sie am besten also investieren sollen. Er wird für Ihnen Finanzpläne vorbereiten, okay? Und durch diese Finanzpläne werden Sie weiter mit dem Arbeit machen, okay? Ja, gut. Und wie funktioniert das nun? Was kann ich gewinnen? Also, wie gesagt, Sie brauchen zuerst Ihr Konto aktiv zu stellen, ja? Und damit Sie Ihr Konto aktiv stellen, brauchen Sie eine Aufladung zu tätigen, ja? Ja, aber bevor ich ein Konto aktiv stelle, möchte ich gerne wissen, was ich gewinnen kann. Also, die Minimumkapital, mit dem Sie also Ihr Konto aufladen können, ist 250 Euro, okay? Ja. Und natürlich, mit 250 Euro können Sie nicht mehr als 1.000 als Verdiener erreichen, ja? 1.000 kann ich mit 250 Euro gewinnen. In welchem Zeitraum? Hallo, mal ausreden lassen. Ja, ich höre Ihnen. Dann halten Sie mal den Mund. Also mit 250 Euro kann ich 1.000 Euro Gewinn machen. In welchem Zeitraum? In einem Monat. Ah ja, okay, gut. Und wie funktioniert das? 250 Euro, Sie wissen schon, es ist nicht so eine große Summe. Indem Sie anfangen können, ja, beim Handel. Ja, und? Und natürlich, es ist auch abhängig, ja, an was Sie investieren werden, okay? Ja, es das kann heißt... sein, dass Sie weniger als 1.000 verdienen, okay? Ja, warum haben Sie dann 1.000 gesagt? Welche Summe ist denn garantiert?
Also keine Summe ist garantiert. Wir wissen schon, wie es beim Handeln funktioniert. Nein, beim weiß Handeln ich nicht. Können Sie auch Verluste machen, okay? Nee, Verluste will ich nicht machen. Ich glaube dann, wenn bei Ihrer Firma man Verluste natürlich macht... Darf ich bitte mal ausreden? Sie unterbrechen mich permanent. Das ist sehr unfreundlich. Also ich bin nicht gewillt, beim Handel Verluste zu machen. Welche Summe ist denn, wie viel Prozent kann man denn jetzt Gewinn machen, garantiert? Also, Herr Rotemund, beim Handeln kann man, also die Möglichkeit, dass Sie Verluste und Gewinne machen, sind beide da, ja? Weil so funktioniert beim Handeln. Okay? Aber natürlich, bei uns haben Sie so eine kleine, also Prozent, ja, wie zu sagen, also Verluste zu machen. Weil es ist auch nicht in unserem Interesse, dass Sie oder andere Kunden also Verluste machen, okay? Gut, wie viel Prozent kann ich denn... Hallo, mal zwischendurch Luft holen. Sie ja, aber ich muss auch reden, okay? Ja, Sie reden pausenlos. Sie reden pausenlos. Sie lassen mich gar nicht zu Wort kommen. Ich aber habe ich muss, Sie müssen mal Luft holen und meine Frage mal anhören. Ah, geh weg. Tschüss. Hallo? Hallo? Am I speaking to Hane? Was? Am I speaking to Hane? Was Hane? Hello. Ja, hallo, wer ist denn da? Do you speak English? Wer ist denn da? Hey, English. Do you speak English? German. German. No. I don't know German. Sorry to bother you. Ja, dein Fehler. Bye. Funktioniert dein Betrug nicht? Ich not sprechen German. Ja, eben. Dann funktioniert ja dein Betrug leider nicht. Ich spreche Englisch. Ja, ist dein Problem. Do you speak English? Das sagte ich mehrmals. German. We can't understand each other. Ja. Sorry to bother. What do you want? Cheers. What do you want? Do you speak English? Little bit. Well, why do you say I can't speak English? Who are you? Who are you? Peter Howard calling you from Financial Conduct Authority. Ah, yes, from Financial Conduct Authority. Yes. And yes, what's the reason of your call? I'm calling you regarding a withdrawal procedure. Do you want me to explain? Ja, na klar. What? Sicher. Ja, yes. We have recovered the wallet under your name after we opened the investigation and found out that you have been scammed before. Why do you laugh, man? ja, ich lache. Ich lache dich aus. Genau. Speak English because I don't understand. Mm-hmm. If you can't, sorry to bother. Ja, hey. Doch, du botterst wirklich. What? Ja, du botterst wirklich. No, only English, or we can't understand each other. Do you understand me? Yes, but you don't understand me, huh? No, I can't understand you. Only if you speak English. Yeah, oh, no? Yes, so you are interested to take what? Back your money or no? We my money? My money? Yes, your which, money. Which? In a Bitcoin wallet. Bitcoin wallet. In a Bitcoin wallet, yes? Yes. With my name on under it? Your... Yes, yes. With my name on a Bitcoin wallet. Yes, yes. Have you ever been scammed before or no? You are trying to scam me. A Bitcoin wallet with a name on it. why do you say that I'm trying to scam you? What is it? Have you ever been scammed before? No. I think yes. I'm too smart. You're too smart. Yes. Okay, you're too smart. A Bitcoin wallet with my name on it. Yes. You're so stupid. You're a dumb scammer. Hey, I called you
to tell you, if you are interested, we can help you to take back your phone. Yeah. Do you understand? If you are not, we don't have to speak anymore. With a it's Bitcoin wallet with my name on it, you said. Yes. Have you been scammed before? No, you tried to scam me. Bitcoin wallets don't have any names on it. The transaction, do you understand? You have bought transaction. Ah, you're a Russian guy, huh? Yes. Yes, you're a Russian guy. Yes. Scammer from Russia. In Canada. No, scammer. Canada. Yes, surely. Yes. You laugh about you. You're so dumb. I laugh about you. Yeah, natürlich. Du lachst über mich, weil du so dumm bist. Do you want to? Why do you stutter? Do you want those money back? Which money then? Your money. The money that are in your wallet, yes. Yes. In the wallet. So say. Which is it in your name? Say the wallet. The number of the wallet. No, you need to open any desk. No, I don't want to eat you. You first, you have to say the wallet number. What? What wallet number? Need to open only desk. Then I need to know the wallet number you have. Hein, have you been scammed before? Yes or no? No, you trying to scam me. No, me. But have you been scammed before? You are a scammer. I am a scammer. Yeah. This is what you think. Yes. Okay, then I'm hanging up. Yeah, it's mir klar. Feigling. Dumb scammer. I laugh about you. We don't have a way to speak anymore together. You don't want your money back. Du hast schon ausgegeben, ne? Du dummer Scammer. You are not smart, as you say. Ich bin zu smart für dich, du dummer Scammer. Nah, too smart you for your scammer. Russian scammer from Canada. Yes, natürlich. Yes. Canada, nothing about it. Yeah. Bye him. Bye. Bye scammer. Bye scammer. Take any more your money. Bye scammer. Bye my friend. Bye you scammer. Don't want to take your money back. It's your decision. You have no money from me. They are in your Bitcoin wallet. Yeah. Yes. Show me the Bitcoin wallet. Tell me the number. Open any desk. And no, I don't open any desk. So tell me the number. Tell me the number. If you don't open any desk, I can't give you any. Stop stuttering. Yes. So. What's your profession, man? I'm a scam baiter. What? Ah, you don't know scam baiter? You're a dumb man. No, I'm a scam baiter. Too smart for your dumb scammer. Too smart for your dumb scammer. A Bitcoin wallet with a name on it. How can you say that you are smart? Yeah, how can you think you are smart? A Russian guy from Canada. I'm smarter than you. Yes. Your scam doesn't work. Your scam doesn't work. You're too dumb. Oh, you are so dumb. You won't take your money back anymore. You lose your chance. Yes, my chance to get scammed. Dumb. Yes, richtig. My chance to get scammed. Bye, donkey, bye. You are a smart guy. So schön. Wieder mal ein Betrüger dümmer als der andere. Der Gipfel der Dummheit war der letzte Anrufer. Ein Anruf von der Financial Conduct Authority, kurz der FCA, und die haben eine Wallet mit meinem Namen dran gefunden. Natürlich muss man sich beim Anbieter der Wallet mit realen Daten verifizieren, aber die Wallet ist komplett anonym. Deswegen wird sie ja so gerne für Betrug genutzt. Dann ist es ja mehr als seltsam, dass die den kryptischen Code der Wallet nicht nennen können. Aber über AnyDesk können die natürlich alles beweisen und aufklären. Der Anruf kam also von einem Russen aus Kanada, der bei der FCA in England arbeitet. Das habe ich natürlich sofort geglaubt, wie ihr hören konntet.
Ich hoffe, ihr könntet ein wenig schmunzeln, denn das Video ist nun vorbei. Selbstverständlich freue ich mich, wenn ihr am Sonntag wieder mit dabei seid und wünsche euch eine schöne Woche, bleibt aufmerksam und lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter-Crusher.